Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute spielen wir ein bisschen Hardcore Team Deathmatch auf der Map Subbase. Eingepackt habe ich heute mal die P90 wieder. Mit viel Dingsens da. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt. Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Auf alle Fälle aus Secondary die Magnum mit Vollmantelgeschoss, Claymore, Handgranaten, Marathon, Feuerkraft, Ninja und Materium. Wer fragt dich mit Sicherheit, seit wann kannst du da wieder aufnehmen oder so? Ist eigentlich ganz leicht. die Niederlage ist sicher. Ich habe ein neues Programm gefunden, mit dem ich einigermaßen gut aufnehmen kann. Also es laggt jetzt nicht so sehr, nur, also ich sag mal, ich habe 30 Frames halt. Man merkt halt einfach den Unterschied, wenn man normal spielt, 90 Frames hat. Und ansonsten halt 30, das merkt man halt schon. Aber nichtsdestotrotz ist ja eigentlich ein ganz okayes Match rausgekommen. Es ist nichts Besonderes gewesen. Es war, glaube ich, das erste, dass ich da im Hardcore Team Deathmatch Modus mit dem Programm aufgenommen habe. Ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen, wie auch immer, verkältet oder so. Da haben wir einen. Natürlich perfekt weggeholt. Und ja, wir sind in Führung. Wir spielen immer nur Hardcore Team Deathmatch. Auf Subbase, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, worum geht's heute? Ja, eigentlich um das Programm, mit dem ich aufnehme. Und zwar weiß ich den Namen gar nicht davon. Und deswegen bin ich auch hier so super drauf vorbereitet. Und laber eigentlich eher wieder nur ums Gameplay. Ja, ich weiß auch gar nicht recht, was ich dazu jetzt sagen soll. Es ist halt einfach nur wieder mal ein Gameplay-Commentary von mir. Ich probiere es zumindest, dass es sowas wird. Aber ja, das ist auch schon eine Zeit her, wo ich das aufgenommen habe. Ich kann mal kurz nachschauen. Dieses Video ist entstanden. Call of Duty ist entstanden am 25.09., also auch schon wieder fast 10 Tage her bei mir. Und ja, ich versuche da jetzt nochmal regelmäßig vielleicht sogar noch was hochzuladen von diesen Let's Play, nicht Let's Play, sondern Commentaries. Dann vielleicht noch ein bisschen mit Thema und so, je nachdem wie es funktioniert und so. Das erste Let's Play ist jetzt, ich sage immer Let's Play. Ja, ich bin halt doch ein Let's Play und kein Kommentator. Aber dieses Commentary dient halt jetzt in erster Linie eigentlich nur dazu, hier ein bisschen Information zu schaffen, dass es vielleicht doch wieder geht und so. Und ja, ich habe gemerkt, meine Killstreaks dürften, ich glaube, Aufklärungsdrohne, Konterdrohne und Predator oder so sein. Ich habe jetzt nicht auch genau aufgepasst, aber halt die Standardzone zerstören. Abschussserie bei mir habe ich halt noch vergessen, da zu ändern beim Hardcore Team Deathmatch spielen. Was gibt's zur UMP? Mein Gott, das ist schon wieder so verplant hier. Was gibt's zur MP? Ja, jetzt wird's dann echt abartig. Ja, aber dafür habe ich diesen Speed Sub here einfach mal weggerenzt. Was gibt's zur P90 zu sagen und zur Magnum im Zusammenspiel quasi? Krasse Scheiße. Es ist eigentlich, die P90 habe ich mit Schnellfeuer, also der Schnellfeueraufsatz. Und das ergibt sich eigentlich ganz gut, weil dadurch, dass du halt so viel Kugeln raushaust mit der P90, brauchst du dann irgendeine Einzelschusswaffe. Und da ist natürlich die Magnum eigentlich voll geeignet dafür. Und die Magnum mit Vollmantel ist, wissen wir eh, ist sowieso ein Biest, wobei man beim Hardcore-Modus sowieso eigentlich ein Schuss normal reicht. Aber ich glaube, das war im Moment noch der einzige Aufsatz, den ich freigeschalten habe, genauso wie bei der P90. Ich meine, ich würde niemals Schnellfeuer mitnehmen normalerweise, aber es war der einzige Aufsatz, den ich da freigeschalten gehabt habe. Denn ich wollte mal wieder was Abstraktes probieren und da habe ich mir gedacht, nimmst ein paar Waffen, bei denen du noch nichts hast, weil sonst halt habe ich halt immer den Standardwaffen, bei denen sowieso schon immer alles freigespielt ist. Und ja, da dachte ich mir, macht doch sowas wieder mal ein bisschen Bock.
Vielleicht erinnert euch noch, ihr euch noch an das Commentary, wo ich mit der P90 und mit den Desert Eagles Akimbo, glaube ich, gespielt habe auf der Map Underpass. Ist auch schon, das war mein, keine Ahnung, fünftes Video oder so. Es ist mehr als lang her. Und damals habe ich auch gesagt, irgendwas, die Map Underpass ist sowas wie die Map Underpiss, weil da pisst Gott drauf. Und ja, damals habe ich auch die P90 gehabt. Damals war ich noch ein Prestige weniger, dafür schon Level 70, glaube ich. Und ich glaube, jetzt kommt eine lustige Szene. Doch nicht. Spack. Damals, ja, habe ich die Desert Eagle gehabt. Die habe ich jetzt noch gar nicht freigeschalten, soweit ich weiß. Aber ja, super weggeranzt hat er mich. Ist hätte ganz toll. Der macht ja auch nur. Das mit dem Bohr hört auf zu campen, das war aber übrigens nicht an den Gegner so gemeint, sondern an meine Leute. Weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, die hocken alle auch manchmal nur rum und manchmal nerven mich, die haben die eigenen Leute mehr als die Gegner. Weil die eigenen Leute so rein gar nichts tun. Da einfach mal ein bisschen rüber gepratzt, also die Magnum rausgeholt. Und kabam. Tja, hat nicht geklappt, weil er mit seiner scheiß ACR da drüben hockt. Und diesen Nobody kann ich sowas von schön wegholen. Das ist ja wirklich schon fast gemein. Okay. Dann geht's wieder hier rauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt hole ich mir den einen, der mich da vorher weggebranzt hat. Und da liegt da dieser scheiß Spackencamper her. Das sind so die richtigen. Ja, und da haben wir gleich einen Speed wieder. So soll es sein. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine Predator. Ja. Wollte ich mich nur in Deckung begeben. Aber ich wurde getötet und Downer ist auch getötet worden. Und ja. Zur Map Subbase, was kann man da eigentlich noch sagen? Ja, dieses Gebäude oder dieser Gebäudeteil hier ist natürlich eigentlich immer der beliebteste. Du hast die größte Übersicht auf allen Seiten. Du kannst dich am besten absichern. Solange auf der anderen Seite, also rechts von mir jetzt gesehen, keine Leute campen oder so. Und ja, also schaut euch mal diese Camper-Aktion hier an. Der eine steht unten und campt da irgendwo, der andere hockt in der Ecke, der andere steht nur rum, vielleicht schreibt er gerade was. Aber das ist nämlich so richtig skillig und der andere macht das gleiche, bloß er ist halt bei den Gegnern. Und hier war es lustig, der hat den übelsten Lag und deshalb konnte ich ihn ganz leicht noch abkillen. Und hier habe ich den Gegner gehört und dann habe ich natürlich gewartet, bis der kommt. Und da hätte ich eigentlich denjenigen sehen müssen, der da rechts gehockt ist. Aber naja, nobody's perfect. Jetzt nach den ganzen Noob-Tubes, die hier gekommen sind, habe ich mir auch gedacht, ey, ganz ehrlich, leck mich. Da gehe ich nie mehr raus. Und ja, das war wohl ein Gegner, der aber auch schon wieder tot ist. Und ihr seht schon mal, irgendwie haben alle eiskalt drin. Außer der eine vielleicht. Vielleicht ist der gerade gespawnt. Ah, ja, die sind gerade gespawnt, okay, deshalb. Und ja, da haben wir wieder eine Aufklärungszone von mir. Aber natürlich auch gleich raus. Und da unten ist der nächste Kandidat, der mit seinem scheiß Last Stand oder Eliminator. Ist ja was Verschiedenes. Ja, jetzt haben wir noch eine Konterdrohne von mir und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Kill oder so. Oder zwei. Zwei, glaube ich, ja, dann habe ich meine Predator wieder. Aber naja, danke Piton für deine Unterstützung. Das war eigentlich ganz klug gemacht von dem Kerl. Schön weggedreht, da haben wir wieder so einen Last Stand-Wichser. Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber ist ja einfach so, oder? Und da schön weggebratzt und schon wieder so ein Vollspaste. Ganz ehrlich, fickt euch. So, Prezi Luftschlag, hau ich raus. Bringt mir leider so gut wie fast wenig, nämlich gar nichts. Aber das macht so gut wie fast wenig, weil wir sind ja eh kurz vor dem Sieg, Freunde. Und von daher brauchen wir nur noch ein bisschen Skill. Und den, soweit ich weiß, haben wir auch. Und dann schaut ihr mal den Vollidioten an. Nicht mal Klemmers kann er platzieren. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich das halt. Und jetzt sehe ich auf der Landkarte, dass da einer ist da hinten. Und dann werde ich von dem noch kurz überrascht. Und da sehe ich rechts einen. Und da sehe ich eine Claymore. Und ich habe es gerade noch gecheckt. Und jetzt läuft schon bald die Zeit ab.
Und dann muss ich natürlich nochmal sterben, aber ich nehme noch einen damit deine Claymore mit. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder von diesem Commentary. Das Video war sehr lang. Und jetzt wollte ich natürlich nochmal ein bisschen reinrushen. Und dann nochmal ein bisschen rumvögeln. Aber dieses super Spaß, da haben wir wieder ihren Eliminator-Kack dabei, beziehungsweise das ist ja Last Stand. Ja, gegen solche Leute sollte man echt mal ein Kriegsrecht verhängen oder so. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Je nachdem, ob ich dann nochmal was hinbekomme oder so, mache ich das dann vielleicht einmal in der Woche oder so ein Commentary. Je nachdem, also es ist nicht garantiert, vielleicht wird es auch nur einmal im Monat, vielleicht wird es gar nichts mehr. Also freut euch da nicht so früh drauf, aber freut euch dann, wenn eins gekommen ist. Ich verabschiede mich fürs erste jetzt mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.